Moin Moin und willkommen zurück zu einem weiteren frischen neuen Spiel hier für die Nintendo Switch. Und es handelt sich um Ellie, was neu erschienen ist im App Store. Und ich glaube, es ist tatsächlich heute erschienen. Und wir werden es einfach mal anspielen. Das sah ganz witzig aus. Ich habe ein, zwei Intros und Teaser gesehen. Mal sehen, wie es ist. Gehen wir mal auf die Optionen erstmal. Gucken, ob wir hier ein bisschen was einstellen können. Okay, Vibrationssprache Deutsch, wechseln zwischen A, B, alles gut. Okay, los geht's. Anstatt löscht alle vorher gespeicherten Daten. Wir haben keine gespeicherten Daten. Deswegen kannst du alles löschen. Gut zu wissen. Aber wir haben keine. Bin gespannt. Und an diesem Tag feiert Ellie, die Beschützerin der Zeitkristalle, ihren 600. Geburtstag. Die bösartige Ghastly hat jedoch ihre eigenen Pläne. Das sieht sehr idyllisch aus. Das Ganze. Hier und da ruckelt es ein bisschen. Ein schönes Schwedenhaus. Ah. Oh, jemand gratulieren. Eine Überraschungsparty. Das scheint mir nach einem Video auszusehen, ne? Das ist, glaube ich, nicht die Originalgrafik. Kann man an den... Wenn man genau hinschaut, sieht man da so ein bisschen... Fraktur, ne? Oder Fragmente. Oh, das müsste Ghastly sein. Was hat Ghastly vor? Ich glaube, das ganze Spiel handelt sich um einen kleinen Puzzler. Musik ist sehr laut, ne? Stellen wir das mal runter, wenn es geht. Okay. Kleines in das Intro. Keine tiefgründige Story. So, das scheint jetzt die Spielgrafik zu sein. Behaupte ich mal. Okay. Bringen kann ich. Und hauen. Ja, so den Stein durchgehen. Na gut. Hallo? Der Anfang vom Ende. Aha. Ganz putzige Grafik. Hi Ellie! Hallo. Mimimo, der Entdecker. Hallo, ich bin Mimimo, der Entdecker und Anführer der Mandragora. Ich vermute, du versuchst Ghastly zu fangen? Ja. Die kleine Nichtsnutzin. Wenn wir die Kristalle nicht zurückbekommen, sind wir verloren. Na klar. Ich frage mich, ob Ghastly überhaupt weiß, wie ernst die Situation ist. Jedenfalls war sie gerade da. Als ich sie zuletzt gesehen habe, ist sie dem Pfad hoch zum Tempelmauern gefolgt. Wahrscheinlich in Richtung des Campbellgartens. Ich werde jetzt meine lange Reise antreten. Ich bin mir sicher, dass wir uns sehr bald wiedersehen werden. Bis dann. Spannend, wenn wir sie sehen. So, ich guck mal, ob man hier eine Musik leiser machen kann. Das nervt ein bisschen. Kann man tatsächlich nicht, oder? Immer? Ja, kommt da rein, okay. Musik kann ich leider nicht leiser machen. In Game Music. Obwohl, wir könnten natürlich hier ein bisschen was einstellen. Warte mal. So ist vielleicht besser. Machen wir mal so. Los geht's. Hallo da. Hallo? Ich kann nicht mit ihr reden, okay. Oh, es war nicht gut, hier runter zu gehen. Hier hoch vielleicht die Treppen.
Ich möchte wirklich mehr reisen wie Mimimo. Ja, dann musst du dich anstrengen. Oh. Hops. Okay, da kommen wir nicht hoch. Wieso kann ich nicht hochspringen? Ah, warte mal, komm vielleicht darüber. Guck mal, geh mal hoch. Ah, guck mal. Und dann vielleicht hier? Ah. Oder lass mal hier die Tür rein? Nee, kann man nicht. Aber wir können hier hoch. Ah, okay. Hier geht's längs. Ein paar Kristalle sammeln. Oh. Deblo. Hallo! Mein Reisegefährte hinter mir hat auf der ganzen Insel Geschäfte errichtet. Sieh dir doch die Waren an. Vielleicht ist etwas dabei, was du magst. Hehe. Falls du es dir leisten kannst. Okay, ich muss gehen. Tschüss. Ja, tschüssi. Was hast du denn da so? Was kann ich noch? Ich kann hier so... Was, aber ich habe ja gar keine Kohle. Also ich kann mir gar nichts leisten. Gut, schade. Aber da hinten sind Diamanten. Die sammeln wir mal ein. Zack. Okay, die kann ich werfen. Nach links drehen. Achso, okay. Hm. Mimo ist der Beste. Hm, aber du sagst. Hier kommt ein bisschen mehr Wind. Ah, hier sind ein paar Münzen. Diamanten. Das ist der Pfad zum Tempelgarten. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Speicherstein, wo man wieder anfängt. Gut zu wissen. Na, bin mal gespannt. Okay. Ist jetzt noch nichts viel passiert, aber ich meine, es ist so, dass... Dru, der Schlaue, willkommen auf dem Gartenpfad, Beschützerin. Mein Name ist Dru. Ich muss geschehen, ich bin nicht der größte Fan von Ghasti. Sie hat ein Loch in die Treppe geschlagen. Anscheinend können wir nichts in Ordnung halten, ohne dass diese Störenfriede uns den Spaß verderben. Aber es gibt wichtigere Dinge, da bin ich mir sicher. Oh, Beschützerin. Ich bezweifle stark, dass Ghasti weiß, wie man die Kontrolle über die Kristalle behält. Falls sie versagt, droht die Gefahr, dass Raum und Zeit auseinanderfallen. Junge, Junge, das ist in der Tat eine beängstigende Zeit. Ich hoffe wirklich, dass deine Reise von Ende des Tages erfolgreich sein wird. Ich befürchte, dass alle unsere geliebten Universen sonst untergehen. Folge dem Pfad, um zum Tempelgarten zu gelangen. Okay. Gut. Warte, hier oben sind Münzen. Was ist das hier? War nichts. Was ist das hier? Und da sind wir doch gekommen, ne? Was kann man hier machen? Ah, das war, glaube ich, nicht so gut. Sollte man nicht tun. Aber was kann man denn hier irgendwas machen? Nee. Gut. Dann gehen wir hier oben links. Es läuft auf jeden Fall recht flüssig, kann man nicht anders sagen. Pass auf, wo du hintrittst, ja, das sehe ich. Na gut, gehen wir mal hier rein. Hier geht's weiter, okay. Oh, Zwischensequenz. Gro der Ältere. Hallo! Ich bin der Gro der Ältere, Anführer der Mandroga. Hast du den Beschwörungsstein da hinten gesehen? Den hinten mit den grünen Rüben? Diese Magensteine sind sehr praktisch, wenn du das Programm ausschalten und später weiterspielen möchtest. Du wirst dorthin zurückgebracht, wenn du im Startmenü auf Weiter drückst. Dort landest du auch, wenn du keine Herzen mehr hast. Vielleicht hast du auf dem Weg hierher meine Freunde bemerkt, die Gong spielen, wie die befreundeten Mangendroger hinter mir. Diese magischen Gongs füllen deine Herzen wieder auf. Sie werden dich auch beschwören, wenn du zu weit fällst und ein Herz zu viel hast. Auf Wiedersehen! Okay, lass uns da hinten mal angucken nochmal, das Ding. Also kann ich hier direkt speichern oder wie mache ich das? Das macht er automatisch, okay. Gut. Irgendwas kann man bestimmt mit diesen Dingern machen, aber ich kann, noch kann ich nichts machen. Ich mach mal weiter. Ich kann auf jeden Fall relativ hoch springen, wie man sieht, oder weit springen.
So. Ups. Und da geht's rein. Angenehm kurze Ladezeit, muss man sagen. Was ist denn hier? Oh nein. Oder ich hab dieses Ding da drauf. Was ist denn das? Teleportieren? ZL. Okay, jetzt bin ich hier oben. Was kann ich hier oben? Kann ich gar nichts. Hier ist nichts. Okay. Oh. Mal aufpassen hier. Oh nein, die brechen runter. Okay, müssen wir auch aufpassen. Gut zu wissen. Okay, die geben mir immer wieder neue Herzen. Hat er ja erzählt. Da muss man echt aufpassen, wohin läuft. Es gibt keinen Schutz hier. Man fällt einfach runter. Das ist echt krass. Ja, komm ich nicht hoch. Ach, hier geht's weiter. Achso, kann man aufheben. Das ist ein Riss im Zeig. Kann man auch durchgehen? Ja, anscheinend. Okay. Der Tempelgarten. Ah, da sollten wir noch hin. Sieht ganz schön aus, ne? Oh, jetzt schnackt er uns wieder ganz voll hier. Hallo, ich bin die Beschützerin. Mimo, der Entdecker. Hallo, Ellie. Willkommen im Tempelgarten. Es wurde vor langer Zeit erschaffen. Ich befürchte jedoch, dass er nach dem heutigen Tag verloren sein wird. Warum? Zusammen mit dem Rest unserer geliebten Universen. Ich wünschte wirklich Gas, die würde einsehen, dass sie gar nicht bereit ist, Beschützerin zu sein. Sie ist einfach noch nicht so weit. Hoffentlich kannst du diese verflixten Kristalle zurückholen, Ellie. Aber erst musst du meinen Farbmünzentest bestehen. Viel Glück. Jetzt setze ich meine Reise fort. Bis später. Farbmünzentest? Dann laufen wir jetzt mal hier rum. Oh, okay, die Münzen. Die sammeln wir erstmal alle ein. Gelb. Oh, hier ist noch grün. Grün wie die Bäume. Okay, müssen wir vielleicht ein paar mehr sammeln. Von den Dingern. Ach, guck mal, da kann man die bestimmt... Ach, guck mal. Behaupte mal, da kann man die einsetzen. Okay, müssen wir die anderen... Ach, hier ist noch ein blauer. Und das rot. Wie komme ich denn... Ah, warte mal, wie komme ich denn zu rot? Wir müssen irgendwie hochkommen. Ach, warte mal. Warte, machen wir erst blau und dann grün. Ah, okay, deswegen. Na gut. Und rot haben wir jetzt auch. Dann können wir alle einsetzen, glaube ich. Achso, nee, warte, warte. Guck mal, wie das Tor das anzeigt, da hinten. Es zeigt an, gelb. Gelb, rot. Gelb, rot, blau. Okay, also gelb, rot, blau. Da geht die Tür da hinten auf. Ah, sehr gut. Durch. Boom. Wer denn? Oh, kann nichts machen. Warte mal, sollen wir die Münzen vielleicht wieder mitnehmen lieber? Dann macht er den Türen zu, weil ich glaube, wir brauchen die ja wieder, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ich versuche mal, ob ich die mitnehmen kann oder ob das... Obwohl, dann geht es wahrscheinlich zurück, ne? Hier ist auch wieder. Okay, warte mal. Das verstehe ich gerade nicht. Kann ich die... Ne, ich kann ich nicht. Die müssen da stecken bleiben, sonst bleibt die Tür zu. Okay, gut. Hi. Kleiner Mann. Da kommen wir noch nicht rein. Oh, eine Hutmünze. Ja, was? Ja. Na gut.
Übersichtskarte oder sowas? Gibt's nicht, ne? Nee. Schade. Oh, eine rote Münze. Das gibt wahrscheinlich 10. Oder gab 10 von den Kristallen. Eine rote Kristall, 10 Kristalle. Praktisch. Da kann man nicht hoch. Oh, muss man alles erforschen hier, ne? Wo ist denn die Ghastie bloß hin? Wo ist denn blöde Tante bloß hin? Ah, es hapert schon so ein bisschen. Also es ist nicht so, dass es das mega flüssig... Dass das Spiel jetzt mega flüssig läuft, das kann ich nicht gerade behaupten. Aber nun ja. Ein, zwei Patches und dann ist es besser optimiert. Da kommen wir nicht einfach so rein. Ach, da komme ich nicht hoch, oder? Mal gucken, wie die Tür reinkommen hier. Nee. Kommen wir da hoch? Glaube ich auch nicht hin. Hä? Wo kann man dann hinkommen? Ah, okay, da oben ist einer. Puyo, hallo! Ein paar meiner Freunde sind großartige Zauberer, überhaupt nicht mächtig, aber trotzdem großartig. Sie können schwere Kisten auf Druckknöpfe stellen, was manchmal sehr hilfreich sein kann. Auf Wiedersehen. Gut. So wie er hier zum Beispiel. Ah, okay. Also, du bist ein Superzauberer. Nicht super, aber großartig. So. Lass mal hinlaufen. Jetzt ist die Tür auf. Es fehlt mir so ein bisschen an Übersicht. Ich finde so, der Neigungswinkel ist so ein bisschen nervig, aber... muss man durch. Entscheidet ihr, ob wir daraus ein Let's Play machen sollen oder nicht? Das könnt ihr mir in den Kommentaren da lassen. Ich habe jetzt erstmal eine Folge, mache ich. Und schauen mal, wie die ankommt. Und wenn ihr sagt, okay, ich würde davon gern mehr sehen. Dann gibt es mehr davon. Man kann auch selber wegnehmen. Was macht er hier denn? Ah, okay. Macht dann beide auf. Ach so, okay, gut. Verstanden. Stabimpuls. Jetzt weiß ich, was ich machen kann bei diesen Symbolen. Das ist natürlich gut zu wissen. Was ist er denn? Burt der Geschickte. Hallo, ich bin Burt der Geschickte. Vom Beruf Mechaniker. Ich bin außerdem Herrscher der Mandrongor. Alle sind Herrscher da. Ich habe Beschwerden über die Hitze im Tempel erhalten. Jetzt habe ich eine gefühlte Ewigkeit damit verbracht, alle Lüftungen auf der Insel zu reparieren. Frische Luft, so schön. Wieder drin sein. Jetzt werde ich mich zurück auf den Weg in mein geliebtes, glitschiges Dorf machen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hm. Okay, gehen wir rein. Also die Architektur ist ja echt witzig und eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, aber irgendwie haut mich das Spiel noch nicht so vom Hocker. Das kann man hier auch längst gehen? Nee. Bis jetzt noch nicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ab in den Fahrstuhl. Okay. Also erfreulich kurze Ladezeit hat das Spiel auf jeden Fall. Aber es ist noch nicht so herausfordernd. Es ist bis jetzt ein bisschen easy going. Aber es kann ja noch schwerer werden. Es ist ja auch erstmal so eine Art Tutorial, kann man ja sagen. Oder ja, würde ich mal behaupten. Was machst du denn da? Gut, gehen wir weiter. Gucken wir weiter den Tempel durch von unterhalb des Sonnentempels. Okay. Ja.
Ist er weg. Gasti, da ist er. Hallo, Ellie. Du wirst mich nie fassen. Ich werde jetzt die Beschützerin sein. Du kommst etwas zu nah, also werde ich ein paar Vorkehrungen treffen. Luft verwandelt dich in Feuer. Was, das kann sie so einfach? Was für eine garstige Gasti. Da kommen wir wahrscheinlich nicht längst, kommen wir hier runter. Wo ist das denn hier? Ich kann gerade nicht sehen, was er macht. Was macht denn das Ding? Bin ich irgendwie... Ach so. Ah, er macht da hinten die Tür auf. Kann man nicht so gut sehen, weil der Winkel schlecht ist. Aber da oben, seht ihr die Tür oben links? So, pass auf. So. Kann ich runterhüpfen einmal? Ah, hier, du bist doch ein geschickter Interagierer. Was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Einen Stein drauf getan. Da hoch kommen wir ja nicht. Wofür ist der Stein, frage ich mich? Aber nehmen wir einfach mit und setzen den hier hin. Jetzt ist Feuer oben aus. Ah, okay. Gut. Das wäre schöner, wie es bei Zelda ist, dass man immer sehen kann, was gerade passiert ist bei der Interaktion. Das wäre natürlich einfacher. Da müsste man nicht so rumprobieren. Aber nun ja. Wir müssen, glaube ich, hier rüber. Okay. Oh nein! Das war ja blöd. Aber wir sind jetzt hier. Das ist natürlich echt schlecht. So, nochmal. Oh, warte mal. Okay. Und wieder runter, wir können jetzt hier durch. Scheiß aufs Feuer. Ja, danke schön. Gasti, du kannst mich nicht aufhalten. Hoffe ich zumindest. Wo war das hier denn? Ja, hallo da, hallo. Oh, okay, wir müssen schon aufpassen, hier kommt Feuer. Okay. Und ein paar von den Diamanten mit hier, aber ich würde sagen, Kristallen. Gucken wir mal. Oh, ich rieche eine Hutmünze. Ich rieche die nicht. Die muss wahrscheinlich hier an links rum sein. Oder rechts rum? Ich weiß es nicht. Oh, mal hier oben. Da war die Hutmünze. Okay. Ist aber nichts, okay. Gut, dass sie einen Bescheid sagen, wenn sie die riechen. Ich wäre sonst jetzt dran vorbeigelaufen. Okay, also hier müssen wir... Wir haben noch keine... Ah, da oben ist der rote. Gut, wir müssen erstmal ein paar Münzen finden hier. Von denen. Aber du kannst mir auf jeden Fall helfen. Ich glaube, du kannst ja schon mal eine Tür aufmachen.
Dann können wir dich schon mal haben. Perfekt. Oh, warte, da ist auch was drin. Nee. Da ist auch irgendwas drin, leuchtet ja. Oder? Ist noch irgendwas davor, das ist noch nicht offen. Okay, okay. So, wer braucht denn diese? Die grüne brauchen wir hier? Machen wir. Achso, die müssen wir da hinten drauflegen. Hier funktioniert es nicht. Müssen wir hier auf dieses Ding da legen. Machen wir mal. Mal schnell zurück, gucken, was da passiert ist. Und hier war schon was Rote. Ah, hier. Da können wir auch eine Kiste draufstellen. Machen wir glatt. Kann ich mir denn genauso hüpfen? Genau, kann ich. Andere Tür jetzt aufgegangen? Nö. Weil irgendwas muss ja passiert sein. Die Frage, was? Behaupten wir, dass der auch nur eine Kiste. Dass der nur eine Kiste irgendwie tragen kann. Warum konnte ich die Kiste da oben entstellen? Da muss ja irgendwas passiert sein, oder nicht? Mal kurz da hoch. Wenn er jetzt da oben diese. Habe ich jetzt die Kiste hier drauf gepannt? Hm, verstehe ich nicht. Okay, pass auf, machen wir es mal anders. Holen wir nochmal eine Kiste hier. Können wir hier unten hin. Die andere Tür hier auf jeden Fall auf. Was schon mal gut ist. Hier hin. Ah, da. Münze. Hier ist noch dieses Gelbe. Da hängen die. Verstehe ich das noch nicht ganz alles hier. Hat das da hinten gemacht? Okay, okay, jetzt habe ich verstanden. So, jetzt brauchen wir nochmal die Kiste hier. Aber zaubert ja mal die gleiche wieder hin und auch die andere weg, ne? Dann können wir nämlich hier die Kiste hinstellen. Dann da rein und können tatsächlich auf dieses Ding da hinten hopsen. Aha! Gut, gut zu wissen. Und rein hier. So, oh, hier ist ein. Oh, hier brauchen wir einen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Schade, schade. Da ist ein Schlüssel. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Oh nein. Den wollen wir nochmal machen. Aber von der Zeit her jetzt nicht. Ah. Ding, 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 ding. Los. Ah, guck mal, dann kriegt man da nochmal einen Stein. Ah, da war eine Kiste da oben, ne? Habe ich es falsch gesehen? Da wohnt noch jemand, okay. Gut. Komm wieder hier hoch mit dem Schlüssel. Perfekt. Mal aufmachen. Danke. Das ist eine lila Münze. Oh nein! Da muss man aber richtig schnell sein. Sonst wäre das nichts. Versuchen wir nochmal. Das muss doch möglich sein. Oder habe ich den behalten?
Ja, habe ich behalten. Okay, dann ist es egal. Dann müssen wir sie nochmal probieren. Ups. Ja, okay. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Mit den Hüpfsequenzen. Ist nicht super anspruchsvoll, aber schon so ein bisschen. Ah, okay. Ah, das war schlecht. Das war ja schlecht. Müssen wir nochmal machen. Kurz warten. Wir hören die irgendwann auf, doch, da. Hallo, hallo, hallo. Wir wohnen hier überall, was? Hallo. Oh. Ja, dann müssen wir schnell sein, aber ich will einmal hier. Wir hüpfen erstmal hier längs und sammeln die ganze Kram ein. Ah, schade. Gut. Kiste mit. Dann gab es hier irgendwo noch eine Plattform, ne? Hier unten irgendwo. Da. Okay, jetzt ist Feuer aus, ist gut. Zack. Auch das haben wir geschafft. Willkommen. So, wir können irgendwas kaufen hier. Ne, wir haben echt zu wenig Kohle, leider. Tut mir leid. Gut, aber das ist ein neuer Abschnitt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielleicht gefällt es ja. Wenn es ja, lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Wenn ihr es weitersehen wollt, dann mache ich es weiter. Wenn nicht, endet das hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.